Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Georg Lind. Georg Lind ist Psychologe und Professor an der Universität Konstanz. Er hatte Lehraufträge an der Humboldt-Universität zu Berlin, an der University of Illinois in Chicago, USA und an der Universität Monterey in Mexiko. Wir sprechen heute über das Thema Moral, Moralentwicklung, moralische Dilemmata und das Verhältnis zwischen Lernen, Lehren und Moral. Georg, schön, dass du da bist. Ja, schönen Dank für die Einladung. Über welche Art von Moral sprechen wir, um das mal zu definieren oder einen Definitionsversuch zu wagen? Was ist Moral nach deinem Verständnis? Es gibt gar keine Moral. Es gibt nur zwei Aspekte der Moral, die man ganz strikt unterscheiden muss. Und wenn man das nicht tut, kommt es immer wieder zu ganz viel Verwirrung. Es gibt einmal moralische Ideale oder moralische Orientierungen, das heißt, das, was wir wünschen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir uns verhalten wollen, das ist ein Ideal. Aber wir wissen ja alle, der Weg zum Vorsätzen ist mit der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Also das ist ja immer eine große Lücke. Und das liegt nun nicht daran, und das ist ein wichtiges Ergebnis unserer Forschung, dass die Menschen dumm sind oder etwas vergesslich sind oder andere Dinge ihnen wichtiger sind, sondern der Hauptgrund liegt darin, dass diese moralischen Ideale von uns ständig Dinge verlangen, die miteinander in Widerspruch geraten. Das heißt, immer wenn wir gut sein wollen, dann stehen wir vor Situationen immer wieder, dass egal was wir tun, machen wir was falsch. Das ist Dilemmasituation. Und um diese zu lösen, dafür brauchen wir den zweiten Aspekt, nämlich moralische Kompetenz, die Fähigkeit, moralische Konflikte und Probleme durch Denken und Diskussion zu lösen. Nicht durch Betrug, Selbstbetrug, Gewalt oder indem wir einfach die Verantwortung abgeben an jemand anders, der denn die Probleme und Konflikte für uns löst. Das ist mein Hauptforschungsfeld, weil wir alle moralische Ideale haben, ist das für einen Forscher uninteressant. Da ist keine große Schwankung drin weltweit. Und wenn keine Schwankung drin ist, wissen die Empiriker, dann korreliert es auch mit nichts. Und trotzdem ist es wichtig. Ohne moralische Ideale wären wir überhaupt nicht moralisch. Aber die sind so ähnlich, dass wir einfach keine Unterschiede finden bei der Auswirkung. Die Unterschiede bei der Auswirkung finden wir bei der moralischen Kompetenz, nämlich die Fähigkeit, das zu tun, was wir tun wollen. Das ist sehr breit gestreut und das ist überhaupt keine neue Erkenntnis, sondern die liest man schon nach bei Sokrates im Dialog mit Menon und auch bei chinesischen Philosophen. Das ist schon ein weit verbreitetes Wissen. Alle wollen moralisch gut sein, aber die Fähigkeit, das umzusetzen, ist sehr breit und schwankt sehr stark. Es geht um und die können wir lernen. Das ist doch die gute Nachricht. Genau, über die Frage des Lernens möchte ich auch gerne sprechen. Aber wie ist diese Kompetenz zu verstehen? Das ist eine Fähigkeit. Ist es eine innere Kompetenz? Ist es ein Denken über Moral, die Fähigkeit, darüber nachzudenken oder vielleicht auch das zu fühlen? Oder ist es etwas Äußeres, dass ich darüber spreche, wie ich mit anderen über Moral kommuniziere? Ja, nun habe ich die zweite Überraschung parat. Es ist weder noch. Es ist eine unbewusste Fähigkeit. 90% unseres Verhaltens wird durch unbewusste Gefühle gesteuert. Wir können lang und breit genaue Pläne machen, was wir tun. Und fast alle von uns treffen die letzte Entscheidung meist nach Gefühl. Und das ist eben nicht so, dass Gefühl und Verstand völlig getrennt sind, sondern wir haben sozusagen einen bewussten Verstand. Wir denken über Dinge nach, verbal, wir diskutieren verbal, wir legen uns zurecht. Aber dann hat auch unsere Gefühl hat sozusagen Verstand, hat eine Struktur, eine Verarbeitungsstruktur, also sozusagen wie beim Computer die Hardware, die unser Verhalten eben mitsteuert. Und das ist das, was mich interessiert, also was der gute alte Freud interessiert hat, interessiert mich auch heute, aber auf einem anderen Niveau. Bislang konnte man an diese unbewussten Fähigkeiten nur durch subjektive Methoden, durch klinische Interviews, durch Traumdeutung heran. Mir ist es gelungen, für diesen Bereich einen neue Testformat, eine neue Technologie zu entwickeln, dass wir auch an diesem Bereich gut rankommen und die sichtbar machen können.
Wie sieht dieses Format aus? Also das ist so eine Art Testsetting, dass Menschen sich vor einen Bogen setzen und Fragen beantworten? Es sieht sehr konventionell aus. Es ist ein Fragebogen, sogar ein sehr kurzer Fragebogen. Und ich habe immer Angst, dass die Leute ihn nur deswegen so häufig einsetzen, weil er so schön kurz ist, aber gar nicht verstehen, was es ist. Es ist eigentlich ein multivariales Experiment, wenn du damit was anfangen kannst. Das heißt, der Fragebogen ist so, die Items so konstruiert, dass jede Frage drei verschiedenen Dimensionen angehört. So dass ich nachher aus den Mustern der Antworten auf diese Fragen erkennen kann, an welcher dieser Dimensionen die Person sich beim Beantworten orientiert hat. Die Grundidee stammt von dem Egon Brunswick, ein ungarischer Psychologe, der nach Stanford gewechselt ist und dort gelehrt hat. Das ist versteckt in einem seiner Aufsätze, heißt Diakritische Methode. Und er war der erste Psychologe, von dem ich gelesen habe, dass er anerkannt hat, was wir im Alter alle wissen, aber Psychologen nicht wissen, nämlich, dass jedes Verhalten durch viele Faktoren gleichzeitig bestimmt wird. Die psychologische Testtheorie beruht auf der Fiktion, dass jedes Verhalten nur durch eine einzige Faktor, nämlich das, was man messen will, bestimmt wird. Und alles andere gilt als Fehler, als Messfehler. Und das wird dann weggedrückt, indem man einfach dieselbe Frage mehrfach stellt, wie ein Schreiner, der sein Holzstück mehrfach misst, um sicher zu sein, einen richtigen Messwert zu kriegen. Nun ist das aber bei Menschen nicht so einfach. Da kann niemand dieselbe Frage auch nur zweimal stellen, ohne dass der uns die Flucht greift. Also werden die wiederholten Fragen leicht variiert, damit er nicht merkt, dass man dasselbe fragt. Aber dadurch werden eigentlich diese Tests alle invalide. Das heißt, was die dann genau messen, weiß kein Mensch, weil man diese Fiktion aufrechterhalten will. Und dann hat man noch die Fiktion, dass diese Antworten sich normal verteilen wie ein Messfehler, was nicht stimmt. Also du merkst, ich habe an meinen Kollegen sehr heftige Kritik. Ich glaube, wir sind da in einer völligen Sackgasse. Und das denken auch viele qualitativ arbeitende Kollegen, die mit hermeneutischen Methoden, mit klinischen Methoden, mit Interviewmethoden sagen, das, was wir vorfinden in der akademischen Psychologie, taugt dafür überhaupt nicht. Das herausfinden, was wir suchen, nämlich Persönlichkeitsstrukturen, das Wirken. Und wir müssen da halt auch qualitative Methoden. Und ich denke, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, mit Hilfe von der Idee von Egon Brunswick, dass wir auch an diese tiefen Strukturen, dass wir die sichtbar machen können, objektiv und keine Geheimniskrämereien mehr machen müssen. Wie sieht zum Beispiel eine solche Testfrage aus? Sind das dann Dilemmasituationen, vor denen die Probanden gestellt werden? Ja, also wir präsentieren, wie auch bei anderen, zunächst eine Dilemmageschichte, die eine schwierige Entscheidung eines Protagonisten zum Gegenstand hat. Wir fragen, ob der Befragte die Entscheidung für richtig oder falsch hält, auf einer Skala mit sehr richtig, sehr falsch und Abweichung. Das ist eigentlich nur die Ouvertüre. Wir wollen, dass der Befragte die nachfolgenden Fragen sehr ernst nimmt, sich emotional dafür engagiert. Er hat eine Meinung geäußert. Und wir wissen, dass jeder, der mal öffentlich eine Meinung wo geäußert hat oder sie schriftlich festhält, dann auch sie unbedingt verteidigen will, muss. Also dass er sich da sehr engagiert für die Fragen. Und dann konfrontieren wir die Person mit Argumenten, sechs Argumenten genau, die seine Meinung stützt und sechs Argumente, die seiner Meinung widerspricht. Und diese Argumente wurden, wir haben fast 2 Jahre drauf verwendet, es sind nur 24 Argumente, nämlich jeweils 6 für und gegen eine Geschichte und sind 2 Geschichten. Also der Fragebogen enthält 24 solche Argumente. Und die haben wir so formuliert, dass sie möglichst genau den moralischen Orientierungen widerspiegeln, die Kohlberg benutzt hat, um seine Stufen zu beschreiben. Also es sind keine Stufen, weil Kohlberg hat ein Mischverfahren, er hat Orientierung und Kompetenz in einen Mischscore zusammengebündelt, dem Stufenscore. Wir halten das auseinander und nehmen aber die Orientierungen als Basis für die Argumente, sodass wir sicher sein können, dass die Argumente verschiedene moralische Qualitäten widerspiegeln, und zwar eben für alle 4 Untertests sozusagen.
zu sagen, also dass die Pro-Argumente, die Kontra-Argumente moralisch gleichwertig sind und eben auch über die beiden Geschichten hinweg gleichwertig, sodass wir dann sehen können, orientiert sich die Person jetzt bei der Bewertung dieser Argumente, sie soll die Stellung nehmen von -4 bis +4, orientiert sie sich dabei nun an der moralischen Qualität, die wir da reingebaut haben, oder orientiert sich daran, ob die Argumente für oder gegen ihre Meinung sind, also Meinungskonformität. Und das ist ja die Unterscheidung zwischen Rationalisierung und Rationalität. Also benutzt jemand Argumente nur, um seine bestehende feste Meinung zu stützen, oder benutzt er sie eventuell auch, um seine eigene Meinung zu reflektieren und gegebenenfalls sogar zu ändern, wenn er merkt, dass seine eigenen moralischen Orientierungen im Widerspruch zu seiner Meinung stehen. Das ist natürlich sozusagen das rational Vernünftigste. Leider ist das selbst das Minimum von solcher Rationalität bei maximal der Hälfte der Bevölkerung anzutreffen. Also ein Minimum, das haben wir da als Cut-off-Score bei 20 auf einer Skala von 0 bis 100. Das erreichen also weniger als die Hälfte, je nach Bildungsstand und Sachen. Das ist betrüblich. Also eigentlich hatte ich schon vor Jahren immer wieder auch publiziert und gesagt, bei dem Zustand, moralischen Kompetenzstand der Bevölkerung, wundert es mich überhaupt, dass wir eine Demokratie haben, weil Demokratie setzt natürlich voraus, dass wir allfällige Konflikte auf der Basis gemeinsamer moralischer Prinzipien durchdenken und diskutieren miteinander. Wenn das nicht möglich ist, den Menschen, dann ist eigentlich keine Demokratie möglich, dann ist eigentlich nur eine Diktatur möglich, wo man andere für sich entscheiden lässt. Oder Gewalt oder Betrug, also verschiedene Lösungen, die Pseudolösungen, die sind möglich, aber eine friedliche und vernünftige Auseinandersetzung ist bei dem niedrigen Stand der Moralkompetenz nicht möglich. Ich habe dazu eine Zeichnung auch gemacht und da habe ich abgetragen im Links die individuelle Entwicklung von null Moralkompetenz bis zu Höchstwerten und wie dazu die Gesellschaftsform korrespondiert. Wenn Menschen eine hohe Moralkompetenz haben, dann ist eine demokratische Form des Zusammenlebens gut möglich. Aber wenn die Verteilung niedrig ist und nur ganz wenige Leute das können, dann brauchen wir eigentlich eine Regierung mittels Elite, der versuchen muss, den Schein der Demokratie und der rechten Ordnung aufrechtzuerhalten mit Strafe und Belohnung. Die rote Kurve ist da die ungefähr eine Beschreibung der Verteilung, die wir aufgrund verschiedener Studien, die ich hier reinmalt habe. Und uns müsste gelingen, diese Verteilung um diese 20 Punkte nach oben zu schieben. Dann hätten wir wahrscheinlich eine ganz ideale Gesellschaft und ein tolles Zusammenleben. Ich habe etwa 23 experimentelle und auch korrelative Studien gefunden zum Zusammenhang zwischen Moralkompetenz und Verhalten. Alles Verhalten, das irgendwie für das Zusammenleben ganz wichtig ist. Hier habe ich die vier Studien oder drei Studien, eine hat zwei Ergebnisse. Das ist einmal die bekannte von Milgram, eine Replikation, wie Kohlberg gemacht hat, von der Milgram-Studie. Das ist die grüne Linie und er hat untersucht, wie die Bereitschaft, Schocks zu geben von Moralkompetenz nach seinen Messwerten, seiner Interviewmethode abhängt. Und er findet also eine erstaunlich hohe Korrelation, also von den Leuten, die unterhalb der prinzipienorientierten Moral liegen nach seiner Stufe, haben nur 13 vorzeitig den Versuch beendet bei Milgram, also Milgram-Labor. Er hat es selbst gemacht, den Versuch, in Milgrams Labor. Er war da Assistenzprofessor in der Zeit. Und von denen, die postkonventionelle Moral haben, waren es irgendwie um die 70 oder 75%, die vorzeitig abgebrochen haben. Das hat ein Kollege aus New York, ein Deutscher, der da Professor ist, mir erzählt. Er war bei einem Vortrag von Milgram und hat ihn darauf hingewiesen, auf diesen Versuch von Kohlberg, was er davon hält. Weil Milgram hat sich eigentlich nie mit den Menschen beschäftigt,
die den Versuch abgebrochen haben. Das waren ja zum Teil auch bis zu 50%. Das hat ihn wenig interessiert. Er hat nur die Unterwürfigen, die Gehorsamen untersucht. Und Milgram hat auf diesen Diskussionsbeitrag und Hinweis sehr wirsch reagiert und hat gesagt, ja, also Kohlberg nimmt er nicht ernst als Wissenschaftler. Also der Versuch, interne Faktoren wie Moralkompetenz als Erklärung für dieses Verhalten zu nehmen, hat er abgewehrt. Und das hat er in seinem Buch gleich geschrieben. Er hat dort von vornherein geschrieben, dass er das ausschließt, dass Menschen innen geleitet, von Moral geleitet sind. Also da haben wir einen Fall von einem Wissenschaftler, der auch hochreligiös ist, hohe Glauben an seine Theorie hat, dass er Gegenargumente nicht wahrnimmt. Aber das ist ja geradezu erschreckend, muss ich sagen. Also diese rote Linie, die du eben gezeigt hast in der Folie davor, das bezieht sich auf Deutschland. Das heißt, deinen Forschungen nach hat erreicht diese Stufe nicht der Moralentwicklung, die notwendig wäre für eine eigentlich offene Gesellschaft und eine Demokratie. Ja. Ja, ich habe das auch in verschiedenen Aufsätzen und Interviews auch immer wieder thematisiert. Aber ich versuche das seit 45 Jahren. Es will keiner wissen, auch die Kollegen aus der Philosophie schon gar nicht, die nicht glauben, dass auch die Psychologie da was beizutragen hat. Also das ist einfach ein Riesenrezeptionsproblem und die allgemeine Öffentlichkeit und viele Kollegen auch in der Psychologie haben die ganz feste Überzeugung, dass Moral nur eine Sache der Haltung ist und deswegen auch nur Werte und Haltungen untersucht werden und keine Fähigkeiten. Das war der Durchbruch eigentlich bei Piaget und Kohlberg für mich. Deswegen befasse ich mich überhaupt mit dem Feld, als ich gesehen habe, dass da ein starker Fähigkeitsaspekt ist. Aber ich habe auch gesehen, dass diese Forschung von Kurt Kohlberg nicht rezipiert wurde und nicht völlig anerkannt wurde, gerade in der Psychologie, in der akademischen, weil sie eben auf qualitativen Methoden im klinischen Interview basiert. Mhm. Und überdies eben auf diesen merkwürdigen Gedanken, dass es was mit Fähigkeit zu tun hat. Das wird in der Psychologie nach wie vor abgestritten. Meine Kollegen im Fachbereich Psychologie hier haben also drei Kreuze geschlagen, als ich endlich in Rente ging, weil sie sich für mich geschämt haben. Ich habe der Psychologie Unehre gebracht, weil ich mich mit dem Thema Moral beschäftigt habe. Mhm. Und das gilt unter Behavioristen als unehrenhaft. Das hat nichts in der Uni und der Wissenschaft zu suchen. Ja. Also wir haben es hier mit enorm starken Vorurteilen und vorgefassten Meinungen in der Wissenschaft zu tun. Was mich erschreckt hat nach einer Weile, ich dachte immer, Wissenschaftler seien offen für alle Diskussionen und Informationen. Und aber das ist da sitzen Vorurteile sehr, sehr tief. Mhm. Das behavioristische Modell in der Psychologie geht ja dann davon aus, dass wenn überhaupt etwas lehrbar ist oder erlernbar ist, dann durch Konditionierung und dass man dort eben durch eine Art Reizreaktionsschema und Wiederholung letztendlich ein Verhalten antrainieren kann, das dann vielleicht moralisch wirkt. Ja. Aber es ist jetzt nicht das, was du als Moralkompetenz bezeichnen würdest. Ja, richtig. Es zeigt eigentlich ein tiefes Schisma in der Psychologie an. Oder Schisma ist viel zu wenden, auf der einen Seite nur ganz wenige Leute, wie ich bin. Im 19. Jahrhundert, als die akademische Psychologie, die experimentelle Psychologie anfing, war ja dieses Maschinenmetapher unheimlich en vogue. Das war ja wahnsinnig Lokomotiven, Dampfschiff und alles. Und dann hat man dieses Modell der Maschine einfach übernommen. Der Mensch ist gebaut wie eine Maschine, hat dann auch diese Reizreaktionsmethoden. Man muss irgendwo auf den Knopf drücken und dann schaut man, was rauskommt. Und dann kann man die Verbindung aufstellen und weiß, dann kann das protokollieren, welche Reizreaktionskombination es gibt. Und dann wird man schon verstanden haben, was ein Mensch tut und wird ihn kennen. Das ist bis heute eigentlich gültig. Und das ist auch teilweise richtig für unser Stammhirn, also für den Thalamus und für das System, was unser automatisiertes Gedächtnis beinhaltet. Also wir haben so einen Gedächtnisbereich, der springt automatisch an, der reagiert automatisch auf Reize.
gilt vor allem für Angstreizer, der uns ja mal geschützt hat, dass wir schnell abgehauen sind, wenn wir ein feindliches Tier gesehen haben. Und dafür haben wir aber ja noch viel größeren Teil des Vorderhirns zur Reflexion. Das scheint der Psychologie noch nicht ganz bekannt zu sein. Und da gab es im 19. Jahrhundert aber schon einen interessanten Professor, der auch kein Psychologe war, sondern ein Augenarzt, nämlich Frederik August Donders in Amsterdam. Der hat sich in den Kopf gesetzt, dass Menschen auch denken können und wollte das experimentell beweisen und hat es auch geschafft. Er hat ein ganz einfaches Experiment gemacht und gezeigt, dass Menschen nicht nur Reizreaktionsmechanismen, sondern dass dazwischen Denkprozesse geschaltet sind, indem man Reize, auf die man reagieren sollte, sich immer ähnlicher gemacht hat. Zwischen denen sollte gewählt werden. Und die hat er immer ähnlicher gemacht. Und dann wurde die Reaktionszeit immer länger. Und dann sagt er, voilà, der Mensch denkt. Also das war, fand ich, ein geniales Experiment um seinen Kollegen, aber es hat nicht überzeugt. Er nannte das Dilemma-Experiment. Das fand ich auch nett, weil ich ja mit Dilemma arbeite. Und das sind Höhepunkte der Psychologie, die aber praktisch nicht gelehrt werden. Also das ist zufällig, dass ich darüber gestolpert bin und im Studium. Das weiß aber kein Psychologe. Du hast diese beiden Linien hier, die rote und die gestrichelte grüne. Die Anforderung, um in eine offene Gesellschaft und eine demokratische Form des Zusammenlebens zu kommen, wäre eben diesen C-Wert um 20 Punkte zu erhöhen. Wie geht das? Weil du sagst ja auch, 90% ist unbewusst und dieses Moralempfinden, die Moralkompetenz ist eben unbewusst. Ja, also das Unbewusste ist ja auch nichts völlig Starres. Also das ist ja nichts, was wir angeboren ist und dann sich nie ändert, sondern das ist die gute Botschaft. Wir auch mit Hilfe unserer Vorderhirns, unseres Bewusstseins können unser Unbewusstes schulen und entwickeln. Wir können es trainieren, wie ein Speerwerfer, der sich auf die Olympiade vorbereitet, 2 Jahre lang sein Unbewusstes trainiert, dass er in dem Moment, wenn er den Speer wirft, nicht nachdenken muss. Also wenn ein Speerwerfer in dem Moment jetzt anfangen würde zu denken, wenn er den Speer gerade loslässt, würde der Speer in seiner Fußspitze landen. Er muss sich also dann auf sein Unbewusstes verlassen. Also, und so kann man wie im Sport auch die unbewusste Moralkompetenz trainieren. Und das machen wir mit unserem Programm. Und wenn die dann auf einem höheren Niveau ist sozusagen, dann sehen wir auch in den Tests eine deutlich stärkere oder jedenfalls eine etwas Orientierung an Moral. Also bei 20 ist noch keine starke Orientierung, aber man merkt, dass das Verhalten dann von irgendwas Innerem geleitet ist, dass da Moral irgendwie sich bemerkbar macht und man nicht völlig unter der Kontrolle von Außenreizen reagiert. Und kann man sagen, dass das Ziel dieses Trainings, des Moraltrainings, ist, im Grunde genommen bei dem Kohlbergschen Stufenmodell auf höhere Stufen zu gelangen? Also wenn wir das Wort Stufen weglassen, das ist, er hat, denke ich, einen Fehler gemacht, dass er die beiden Aspekte, obwohl er es unterscheidet, in einen Wert zusammengebündelt hat als Stufe und dann auch noch gedacht hat, dass der nicht rekrutierbar ist, dass die Stufen nur sich nach vorne entwickeln können. Mhm. Beides ist falsch. Also das ist schwer, wenn ich ein Auto verkaufen wollte, würde ich sagen, das hat einen Wert von 73 und der stellt sich ist zusammengesetzt aus der Benzinverbrauch und der Farbe des Autos oder sowas. Also das sind 2 so unterschiedliche Aspekte, dass man die hätte nicht zusammen machen dürfen. Aber wenn wir jetzt nur Moralkompetenz nehmen, ist es richtig, also die kann man trainieren und zwar auch sehr effektiv. Und das ist noch eine traurige Meldung von Kohlberg. Er hat Doktorand Moshe Blatt hat die Idee gehabt, seine Interviewmethode, die Dilemma-Methode, als Trainingsmethode zu verwenden und damit Unterricht zu machen, Schüler damit auseinandersetzen zu lassen, dass sie das anregt. Und das war auf Anhieb hocheffektiv. Also in der Psychologie gilt zum Beispiel ein Korrelationskoeffizient als Maß für Effektivität von Punkt 30 als sowas wie eine Schallgrenze. Also das gilt schon als hoch. In der Medizin, um Medikamente zuzulassen, werden manchmal Korrelationskoeffizienten von
Punkt 20, Punkt 10 sogar bei Krebstherapien. Man sagt, wenn es wenigstens ein bisschen wirkt. So, und er hat eine Effektivität oder diese Methode wurde in, ich habe 150 Interventionsmethoden mit analysiert, der hat eine Effektivität von Punkt 40, also weit über dem Punkt, der sonst üblich ist. Also fantastische Effektivität. Und hat es trotzdem, hat er die Methode zurückgezogen und davon abgeraten, sie zu verwenden. Das war eine traurige Geschichte. Und zwar weder er noch seine Mitarbeiter haben viel statistischen Verstand. Die konnten das gar nicht sehen. Die haben das, was 99% meiner Kollegen machen, nur nach Signifikanz ausgewertet. Und das ist natürlich der größte Humbug, den es gibt. Weil Signifikanz hängt nur von der Größe der Stichprobe ab und nicht von dem Effekt. Also was, das ist noch so ein anderer Punkt, wo ich mich über meine Kollegen nur wundern kann. Da kann nie was werden als Wissenschaft, wenn man, wenn ein Physiker gefragt wird, wie viel hat sich die Temperatur von gestern nach heute erhöht, dann guckt er aufs Thermometer und sagt 4 Grad. Der liest es einfach ab. Die Psychologen sagen, Moment mal, da ist noch Verteilungen, Messfehler, da müssen wir noch durch. Also es ist signifikant. Ja, was heißt denn das? Mhm. Also da wird Wissenschaftlichkeit zu... ich bin sehr polemisch, aber nach 45 Jahren kann ich mir das leisten. Als Wissenschaftler zu erscheinen, werden statistische Methoden benutzt, die man nicht versteht und keine Ahnung hat. Und die, ja, und eben die Kohlberg-Truppe hat keine oder wenig signifikante Ergebnisse gekriegt, weil halt die Versuchsgruppen, Schulklassen 20, 25 Leute immer sehr klein waren. Deswegen konnte das nie so toll signifikant werden wie ein Versuch der Pharmaindustrie, der den Nachweis für eine Wirksamkeit an Tablette, die bleiben ja nie unter 10.000, damit signifikant wird. Der mit dem Brecheisen oder die Signifikanz dort erzeugt. Und also mir wird es immer schwarz von Augen, wenn ich diese Berichte sehe über die Wirksamkeit und wird Signifikanz berichtet, warum alle Menschen. Also das ist so schlimm wie der PCR-Test. Ja, und Kohlberg hat übersehen, wie leistungsstark die Methode ist. Ich habe es ihm gesagt immer wieder und hat dann auch nachher bei der Verkündung, dass er es abschafft, dann auch gesagt, ja, das mag ja leistungsstark sein, Operation geglückt, Patient tot. Ne? Warum? Weil die Lehrer, die an dem Experiment beteiligt waren, diese Methode nicht aufgegriffen und nicht weitergemacht haben. Ich sage, eine Methode, die Lehrer nicht wollen, die kann nichts taugen. Und ich habe damals gleich gesagt, um Gottes Willen, ich schmeiße doch nichts weg, was so gut ist. Ich schaue mir es an, ob ich es verbessern kann. Einmal war die Methode noch verbesserbar und zum anderen war vor allem die Lehrerausbildung viel zu gering. Die Methode ist viel zu anspruchsvoll. Die kann man nicht in 1-2 Tage. Mein Ausbildungsfortbildungsprogramm für Lehrer umfasst 200 Lernstunden, davon also 40 Lernstunden in einem Workshop, wo man alles genau durchexerziert, durchübt und dann Training on the Job, wo man das im eigenen Kontext so lange macht, bis man zum Schlaf kann, damit man wieder die Augen frei hat für die Schüler und die Menschen und sich nicht während dem Versuch dauernd auf die Decke starrt und überlegt, mache ich das jetzt richtig oder falsch, sondern einen Blick hat. Da braucht man ordentlich wirklich gute Ausbildung. Und das habe ich und mache ich, biete ich an mit den Zertifizierungen. Und dann haben die Lehrer, die da durchgegangen sind, die haben dann auch die Effekte. Wer das nicht hat, eine mexikanische Kollegin, die hat nur einen halben Kurs bei mir belegt und hat es mit der Brechstange machen wollen, hat mit ihren Schülern 18 Sitzungen, jeden Tag, jede Woche 3 Sitzungen, 6 Wochen lang gemacht. Und das Ergebnis war, dass die Moralkompetenz abgenommen hat. Also dass die Schüler haben das zum Kotzen gefunden. Ne? Alle weiß die nichts anderes mehr, als diese Geschichten uns erzählen, darüber diskutieren lassen. Mhm. Ein-, zweimal im Jahr reicht völlig. Einmal kriege ich so viel Zuwachs jetzt als Erfahrener machen, wie die Schule in 2 Jahren nicht hinkriegt. Und das ist eben Qualität ist viel wichtiger als Quantität bei der Sache.
Wie funktioniert diese Methode? Worauf beruht ihre Wirkkraft? Also wie sieht dieses Training dann aus, dass ich diese Dilemma-Geschichten immer wieder durchgehe und mir bewusst mache, welche Argumente es pro und contra geben könnte? Eine gute Frage, weil beides ist nicht der Fall. Die Dilemma-Geschichten selbst wird wenig gesprochen. Der eigentliche Trainingspartner sind die Gegner. Also wenn dann Dilemma-Geschichte vorgelesen, dann wird zunächst mal, lasse ich die Gruppe überlegen, ist das überhaupt ein Dilemma? Oder ist es nur meine Einbildung, dass ich denke, ich bringe die Geschichte mit, weil ich denke, das ist eine schwierige Entscheidung und vielleicht sagen alle, ich sehe gar keine Schwierigkeiten der Entscheidung. Dann ist natürlich witzlos, darüber zu diskutieren. Kommt mal vor, auch von Einzelnen, aber manchmal auch von der ganzen Gruppe, dass sie sagen, ich sehe da gar keine Schwierigkeiten, ist ja eindeutig. Oder kontrovers, ne? Also, aber ja, und dann nur wenn sie schwierig angesehen wird, dann besprechen wir ja, woran liegt die Schwierigkeit? Und das ist auch dann für mich sehr am Anfang überraschend gewesen, dass bei 30 Anwesenden, jeder sieht in dieser sehr einfachen Geschichten ganz andere Dilemmas. Also die Wahrnehmungen gehen bei der Dilemma-Wahrnehmung so stark auseinander schon, dass die meiste Streit entsteht nicht über das eigentliche Kern des Problems, sondern über die Wahrnehmung der Geschichte. Manche verwechseln den Namen des Protagonisten, manche machen aus dem Mann eine Frau. Kommt alles vor. Und Menschen nicht genau zuhören oder irgendwie vergessen, hirnverschieden konstruiert ist. Also Lehrer werden sich wundern, wie Aufgabenstellungen auch in Mathematik von ihren Schülern wahrgenommen werden, nämlich so total verschieden von dem, wie sie glauben, dass sie wahrgenommen werden. Deswegen ist wichtig, dass diese Geschichten absolut einfach konstruiert sind, kurze Sätze, keine Nebensätze, einfache Sprache, langsam vorgetragen und all diese Dinge, damit keiner ausgeschlossen wird und eventuell da schon. Und dann wird gemütlich 20 Minuten über diese Geschichte einfach gesprochen, ob das überhaupt schwierig ist, ob es ein Dilemma ist. Und diese Sache ist ganz, ganz wichtig, weil ohne dieses Vorspiel würden die Menschen auf diese schwierigen Themen, geht dann zum Teil auch um Folter und so, gar nicht sich einlassen. Die würden mir sofort abwehren und dann sagen, oh Gott, nee, da streiten wir uns nur drüber. Meine Erfahrung ist im Alltag keine 2 Minuten und wir sind uns an der Gurgel oder wir brechen ab und wir sind Freunde auf ewig Feinde. Also das ist die durchgängige Erfahrung, die ich auch habe. Deswegen muss ich Sie sozusagen in das Trainingsgelände ganz vorsichtig ranführen, dass Sie das Gefühl haben, ich will Sie nicht reinlegen und auch nicht das Gefühl haben, dass Ihre Mitmenschen, die da im Raum sitzen, irgendwelche komischen Menschen sind, die nachher Streit anfangen mit Ihnen. Und deswegen ist diese Angstreduktion eine ganz wichtige Funktion, bevor überhaupt eine Übung kommen kann. Ja. Ich habe es bisher immer geschafft, dass alle mitziehen, keiner abgesprungen ist von der Diskussion, während im Alltag umgekehrt eigentlich die Erfahrung ist, dass 99% springen ganz schnell ab, wenn ich mit ihnen was Kontroverses wie Corona oder Impfen besprechen will. Also jetzt kommt die eigentliche Trainingsphase. Dann sage ich, okay, jetzt haben wir lang drüber geredet und hin und her. Jetzt wäre es noch mal interessant zu sehen, wie er über den Fall überhaupt denkt, ob er den zustimmt oder ablehnt. Und dann melden die sich und das ist auch liegt ohne weiteres. Ich habe also auch Fälle, wo Leute sich weigern, darüber abzustimmen. Und weiß eine Kollegin, eine Ethikprofessorin in Polen, die das schon vor längerer Zeit mal angefangen hat, wenn wir gelernt hat. Das war 10 Jahre nach der Wende um das Jahr 2000 rum. Ja, als sie fing sie an und da sagte sie, die Klasse war geschlossen, sich geweigert, darüber abzustimmen. Weil sie als Vertreter der Obrigkeit, als Professorin wahrgenommen wurde und gegen Obrigkeit musste man vorsichtig sein, was man sagt. Das war noch, die Diktatur war noch tief gesessen und ich habe mich dann erinnert an das, was unsere Mutter mir uns immer gepredigt hat. Die war BDM-Mädchen. Und sie hat immer gesagt, sagt in der Öffentlichkeit nie eure Meinung zu nichts. Das war ihr Lebensweisheit, die sie uns weitergegeben hat. Und da gab es ja noch die Telefonhäuschen, ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst. Da ist man rein, hat sorgfältig zugemacht und hat geschaut, dass keiner zu nah am Telefonhäuschen steht und mithören kann, was man da sagt. Also das war noch 20 Jahre nach dem Ende der Diktatur bei uns sehr tief. Und da komme ich zu einer kleinen Nebengedanken, den ich momentan immer stärker habe.
In Deutschland wütet ja diese Panik am meisten, glaube ich, von allen Ländern, und wir haben die größten Probleme. Und da fällt mir der Begriff German Angst ein, der ja in der Literatur auch, da gibt es auch ein dickes Buch dazu. Es ist möglich, dass wir diese Angst, die die Nazis uns vermittelt haben, meinen Eltern immer noch in uns tragen, auch in der dritten Generation noch. Ich habe das Buch gerade gelesen von Falada, Jeder stirbt für sich allein, wo dieses Klima vermittelt wird. Das ist so, ja, das ist so unglaublich gut geschrieben, dass ich 2 Nächte nicht schlafen konnte. Also das war so bedrückend, wie totalitär das war. Ich glaube, da kommen auch andere Länder nicht mit, andere Diktaturen. Okay, jetzt zurück zum, die eigentliche Aufgabe ist eigentlich, ist Übungsaufgabe wie im Sport, nämlich sich mit Gegnern und gegnerischen Argumenten auseinandersetzen. Und deswegen lege ich dann eine Zahl zu. Ich sage dann die beiden Gruppen, ich sage so, ihr meint, der hat falsch gehandelt, jetzt überzeugt mal die andere Gruppe, dass ihr recht habt und dass sie falsch liegen. Und umgekehrt tue ich die dann aufeinander. Ich sitze nicht dann gegenüber auch und müssen jetzt gegenseitig sich beweisen, dass sie recht haben. Und die Regeln sind 2 Regeln nur. Mehr, finde ich, können Menschen gar nicht verstehen oder behalten. Die eine ist Artikel 5 Grundgesetz. Jeder darf sagen, was er will. Völlig freie Meinungsäußerung. Aber man darf Menschen nicht loben und nicht tadeln. Also keinerlei Wertungen über Menschen. Das ist die Grundregel bei dieser ganzen Aktion. Und das andere ist eine Spielregel, dass ich den Moderator ganz rausnehme aus der Sache, weil der stört, die Autorität stört. Die würde da die Diskussion total in eine falsche Richtung bringen. Die sollen untereinander diskutieren und dadurch wird das durch die Ping-Pong-Regel gemacht. Die rufen sich gegenseitig auf, die beiden Gruppen. Wer gesprochen hat, schaut, wer gemeldet darf reden und wählen dann jemand von der Gegenseite aus. Das ist eine sehr schöne Übung und das ist immer wieder interessant, dass fast alle schauen, wer hat noch nicht gesprochen von der Gegenseite und rufen eher Leute auf, die noch nicht dran waren. Das ist, also sie sind gerechter beim Aufrufen, habe ich den Eindruck, als viele Lehrer und Moderatoren. Und das andere ist, sie halten sich an die Regel 1 fast perfekt. Also ich glaube, ich habe einmal in einer Lehrergruppe, vor vielen Jahren mal jemand gehabt, der nahe dran war, die Regel 1 zu verletzen. Aber das ist auch eine tolle Geschichte. Alle halten sich dran und alle, auch hinterher sagen alle, das war super. Das wollen wir ja eigentlich. Mal richtig miteinander streiten, ohne gleich böse zu werden. Und das Geheimnis ist einfach, dass man sich verbietet, Menschen zu bewerten. Dass man auch eben nicht sagt, deine Argumente sind gut oder schlecht oder ich will dich widerlegen, sondern ich will deine Argumente widerlegen. Darum geht's mir. Und die andere Person überhaupt nie angesprochen wird in den Beiträgen. Das macht, bringt, also die reden sehr, diskutieren alle immer sehr engagiert, sehr emotional, aber immer absolut sachlich. Die zweite Regel, die wird manchmal ein bisschen gebrochen, aber aus verständlichen Gründen, weil die sind nach ihren Beiträgen so aufgeregt, tun natürlich cool, aber daran merke ich dann, wie aufgeregt sie sind, dass sie dann vergessen, jemand aufzurufen. Dann müssen sie vom Nachbar als erinnert werden, so, du musst noch jemand aufrufen. Da merke ich dann eine Körperspannung, so wie vielen das doch innerlich erregt, einem Gegner in die Augen zu schauen und ihn zu adressieren. Also das ist die Hauptübung. Und dann haben wir noch eine Versöhnungsphase, die nicht so heißen darf natürlich. Das ist eine Aufgabe, nämlich das beste Argument der Gegenseite für einen Argumente-Oscar zu nominieren. Wir müssen dann erstmal sammeln in kleinen Teams, was haben die anderen überhaupt gesagt. Dadurch müssen sie sich nochmal alles durchdenken, was die gesagt haben. Und dann wählen jeder eins aus, was er glaubt, was das beste Argument der Gegenseite war und gibt dem den anderen auch ein Kompliment sozusagen. Also ich tue das extra, weil ich denke, vielleicht bleiben doch irgendwelche Animositäten und zurück von dieser Konfrontation, damit da wirklich nichts zurückbleibt. Denn ich will ja niemand schädigen durch dieses Training. Dann haben wir noch eine Abstimmung und am Ende eine 10 Minuten Reflexion,
war, hat das Spaß gemacht, mhm. aber das ist nur Zeitverschwendung, es kam ja nichts raus, die Meinungen bleiben oft dieselben. Mhm. Und dann können alle Rückmeldungen, ob das Zeitverschwendung war oder ob sie was gelernt haben, also das ist die entscheidende Frage und da kriege ich auch immer nur sehr gute Rückmeldungen. Die Wirkkraft dieser Methode, dieses Trainings, beruht dann darauf, dass die Menschen sich in diesem Setting befinden und dass sie diese Regeln einhalten und dass sie sich in den anderen hineinversetzen, in seine Position? Ja, aber man darf sich nicht vorstellen als bewusste Prozesse, sondern das ist einfach, wenn man lernt, Argumente, die einem total zuwider sind, plötzlich auszuhalten, ohne aggressiv zu werden. Das heißt, es ist so eine Psychologie, eine Therapie heißt das Expositionsregel. Das heißt, diese Argumente werden dann bewusst evaluiert, also man setzt sich bewusst auseinander und sie wirken nicht jetzt als Trigger, als Auslöser von Angst, Ärger oder Aggression. Also man bleibt völlig gelassen und kann dann, weil man gelassen bleibt, auch das Vorderhirn einschalten. Also das ist, wenn die Erregung zu stark ist, vor allem Angsterregung, das haben wir jetzt, wird ja schön uns vorgeführt, wie man das macht. Ja. Wenn man die Erregung hoch genug macht, Angst, genug Angst vermittelt, dann kann man damit erfolgreich Denken ausschalten. Mhm. Vor allem natürlich wiederum, je niedriger die Urteilskompetenz ist, umso eher leichter kann man das bisschen, was da ist, auch ausschalten. Und von daher wäre natürlich eine Förderung der Moralkompetenz auch eine Immunisierung gegen solche billigen Tricks, wie sie, man darf ja keine Vergleiche machen, Hitler und Merkel anwenden und die Pharmaindustrie, die sind beraten von meinen Kollegen, die mit viel Geld verdienen, wie bringe ich jemanden zum Gehorsam. Und da gibt's einmal viel Angst erzeugen und ihn dann in kleinen Schritten an das gewöhnen, was er tun muss. Und das sehen wir, wie das jetzt umgesetzt wird. Leider sehr erfolgreich. Also was ich tue, ist nur Langzeitprävention. Ich kann jetzt mit der Methode nicht, keine Intervention, ich kann das nicht stoppen mit der Methode. Ich kann mir nur überlegen, was aus diesen Erfahrungen mit der Methode und aus den Einsichten, die wir gewonnen haben, folgt, ob man nicht doch vielleicht eine andere Idee ableiten kann, wie wir die uns hilft, jetzt gegen diese Massenpanik vorzugehen. Ja, also derzeit trifft eben so ein psychologisches Wissen, wie man die Menschen behandeln kann, wie man sie vielleicht auch konditionieren kann, auf ein Klima der Angst, der Angstmache und auch eben gleichzeitig auf eine Gesellschaft mit sehr geringer Moralkompetenz. Und das Ergebnis sehen wir vor uns. Wenn wir jetzt das ändern möchten, vielleicht sogar was aus der Geschichte lernen und wir möchten diese Moralkompetenz anheben um 20 Punkte zum Beispiel, wie lange würde das dauern? Welchen Umfang müssten diese Trainings haben? Müsste das jeder Schüler in den Schulen machen? Müsste das jedes Jahr oder müsste das wöchentlich gemacht werden? Wie siehst du da die Zeitdimension? Also eigentlich ist es mit wenig Aufwand verbunden. Nach meinen Schätzungen, meiner Erfahrung, würde es reichen, wenn man jedem Sekundarschüler von 10 bis 18 einmal im Jahr eine Dilemma-Diskussion, eine gut gemachte von jemandem, der es kann, anbieten kann und machen würde, das einmal im Jahr. Und dann natürlich muss man das wiederholen mal, dass so eine Fähigkeit erhält sich ja nicht ewig. Wenn ich meine Muskeln trainiere, werden sie größer. Aber wenn ich dann ja nichts mehr mache, dann sind sie wieder geschrumpft. Also das muss man Erhaltungstraining machen. Das Problem ist die Ausbildung. Ich habe das für die Regierung hier in Baden-Württemberg mal, als die schwarz-rote Regierung war, ja, irgendwann hatte ich mal gehofft, dass da waren einige auch im Landtag, die sich für meine Sache interessiert haben und mich eingeladen haben. Und dann habe ich für die Kultusministerium mal ausgerechnet, habe mir die Statistiken angeguckt, dass man das vielleicht in 4 bis 5 Jahren schaffen könnte, so eine Versorgung für ganz Baden-Württemberg. Ich muss erstmal Leute trainieren, die das können. Dann muss ich sie weiter trainieren, als Trainer, nämlich meine Rolle zu übernehmen, wieder als Lehrertrainer. Und dann müssten wir das Ziel wäre, dass man für kleine Schulen 1 Lehrer und für größere Schulen 2 Lehrer, am besten überall 2 Lehrer hätte.
die es machen können, dann sozusagen für alle ihre Kollegen einmal im Jahr machen, Spezialkräfte. Das würde etwa fast 5 Jahre dauern, bis man das hätte. Das ist der anspruchsvollste Teil dieser Geschichte. Dann das Durchführen, man braucht keine Systemänderung, kein Curriculum ändern, noch nicht mal eine Stundenplanänderung. Es findet sich immer Zeit während Notenkonferenzen oder vor den Ferien, wo man nicht weiß, wo die Lehrer nicht wissen, was sie machen sollen. Also sowas kann man in der Schule gut unterbringen. Die große Hürde sind die Lehrenden. Und ich habe 600-700 Leute inzwischen durch meine Workshops schon in den letzten 10-12 Jahren durchgehabt, die Dings, und insgesamt habe ich nur 5 zertifizieren dürfen, besteht eine so große Angst vor diesem Zertifikat. Das ist schade. Und vielleicht weiß man auch nicht, wie wichtig das ist, Qualität in der Pädagogik. Das ist auch ein Problem in der Pädagogik, dass man tolle Methoden hat, wie Montessori oder Projektmethode. Und die sind eigentlich alle verkommen, weil kein Qualitätsbewusstsein da ist und die Lehrer nicht ausgebildet werden, sodass sie die Methoden richtig anwenden. Ich war auf Montessori-Schulen und Kingsschulen, die waren Katastrophe, weil die Lehrer offenbar nichts verstanden haben. Ich habe Maria Montessori als Semesterarbeit als Psychologe. Ich war der einzige Psychologe, der sich für Pädagogik interessiert hat. Und Schulen ist auch hier in Konstanz abgeschafft worden, nachdem ich in Rente bin. Und auch der Heinz Walter, mein Kollege, hat mir die Gelegenheit genutzt, um pädagogische Psychologie abzuschaffen und nur noch Intervention, nur noch klinische. Weiß nicht warum, verdient man mehr. Dabei wäre natürlich würde die Psychologie ganz viel, hätte die bereit, um Lehrern was zu zeigen. Ich hospitiere oft bei Lehrern und wundere mich, sage ich immer, die lassen ja überhaupt kein Fettnäpfchen aus. Halt klar, ein Lehrer, der nur anhand von didaktischen, theoretischen Literatur gebildet ist, lernt sein Handwerk nicht. Lehrer ist ein Handwerk. Und diese Seminare müssten als Workshops umorganisiert werden. Und das müssen wir, das habe ich auch gemacht. Aber als einziger. Manche Studenten blieben weg, weil sie sagten, bei Ihnen muss man ja immer da sein. Da kann ich ja nicht einfach mir ein Papier von meinem Kommilitone mitbringen lassen. Da muss ich ja echt da sein. Es kam auch mal wieder reumütig welche zurück, die sagten, ja, in dem anderen Seminar habe ich zwar nichts zu tun gehabt, aber ich habe auch nichts gelernt. Ich wäre besser zu Ihnen gegangen. Das sind alles, da kämpft man eine uphill battle, also da muss man den, da geht man gegen so viel Unvernunft, Unverstand an, auch in der Pädagogik. Und deswegen habe ich eben einmal meine Methode, die Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion, KMDD, schützen lassen als Marke. Damit sie nicht benutzt werden von Leuten, die behaupten, sie würden sie benutzen und gar nicht können. Das ist ein Novum. Ich denke, das müsste man auch für andere pädagogische Methoden einführen. Und biete eben ein ausreichendes Modell an. Ich kontrolliere das immer mit Tests auch, ob die Teilnehmer auch wirklich die Fähigkeit haben. Und sie müssen da keinen Aufsatz oder Multiple-Choice-Test ausfüllen am Ende, sondern sie müssen mir ein ungeschnittenes Video zeigen, 90 Minuten, von der besten Stunde, die sie gemacht haben. Also sie dürfen lange üben, wie sie wollen, und mir dann ein Video schicken. Und das ist die Hauptgrundlage. Und sie müssen mir Testdaten schicken von ihren Schülern. Also sie müssen ihre Schüler mit meinem Test testen. Dauert 10, 15 Minuten vorher, nachher. Und dann muss ich sehen, ob sie was bewegt haben, ob die Testdaten irgendwie sich bewegen, ob sie größer als 0 sind oder nicht negativ sind. Ich erwarte nicht, dass die gleich so hoch sind, die Zugewinne, wie bei mir, weil ich habe jetzt wirklich lange Übung. Aber ein bisschen sollten sie sich hoch bewegen. Und bevor ich den zertifiziere, dass sie die Methode können. Und findet diese Methode jetzt gerade noch größeren Anklang vielleicht wieder, gerade in dieser Zeit, wo doch auch sehr viel Unzufriedenheit auch mit dem, wie die Schulen mit Schülerinnen und Schülern umgehen, herrscht? Gibt es da jetzt eine größere Resonanz? Gibt es eine größere Nachfrage? Da ist eine höhere Resonanz jetzt, aber eigentlich ausschließlich wegen den Regierungsmaßnahmen, wegen diesen Repressionen. Kommen sehr viele jetzt Resonanz aus Querdenkerkreisen, aus lokalen Links, dann vor allem aus Mitgliedern der neuen Partei, die Basis. Da habe ich jetzt
vor einer Woche in Bremen einen ganzwöchigen Workshop machen dürfen. Das war für mich erstaunlich. Sie wollten eigentlich nur einen eintägigen Vortrag mit Diskussion. Ich habe gesagt, das geht in ein Ohr rein, andere wieder raus. Das ist nur Unterhaltung. Da bleibt nichts hängen und ich nutze meine geringe Zeit, Restlebenszeit auch nur für Maßnahmen, wo ich den Gefühl habe, ich habe was Bleibendes, was und etwas, was auch weiterwirkt, was weitergetragen wird. Und das geht nur mit mindestens einer Woche einwöchigen Workshop. Und die haben tatsächlich intern diskutiert und abgestimmt und haben dann einstimmig beschlossen, mich für den einwöchigen Workshop einzuladen. Und das lief auch wirklich toll. Es war auch der Spitzenkandidat dabei von Bremen. Das hat mich besonders gefreut. Und er war so angetan, er hat das gesagt, ich habe das nur aus Neugierde mal geguckt. Er sagte, das kann ich ja wirklich unheimlich gut gebrauchen für meine politische Arbeit. Und hat mich dann abends immer zum Essen eingeladen, damit er noch mehr von mir hat. Das war sehr nett und hat mir natürlich gut gekocht, das immer. Und dann gebe ich natürlich auch mal umsonst und sonst Rat. Das heißt, da könnte es eine gewisse Chance geben, dass über so eine Partei, die da auch Interesse daran hat, diese Methode auch noch bekannter wird, noch mehr eingesetzt wird. Und man kann das jetzt bei dir zum Beispiel einen Workshop buchen. Kann man, wo wendet man sich hin? Kann man das auch bei anderen noch buchen? Wie groß ist die Kapazität? Ja, also ich kann es nur einmal im Jahr schaffen. Ich glaube, es wird diesmal das letzte Jahr sein, weil ich ja keinerlei Infrastruktur habe, als Rentner, eine solche Workshop im Juli zu organisieren, am 26. bis 30. Juli. Da bin ich noch auf der Suche nach Räumen, ob es überhaupt klappen kann. Wir können das natürlich nicht mit Mundschutz und Distanzregeln machen. Ja. Ich hoffe, dass sich was ändert. Ich hoffe, dass wir Raum finden. Mhm. Aber es ist halt viel Arbeit. Ne? Die ganze Reklame dafür sozusagen, dann die ganzen Kontakte mit den Interessenten und so weiter. Am liebsten ist mir eigentlich, wenn ein Veranstalter da ist, so wie jetzt auch in Bremen, der sich um den Drumherum kümmert und ich dann mich auf die Veranstaltung selbst konzentrieren kann. Und jetzt werde ich auch in Schönwalde in 2 Wochen sein, ein kürzerer Workshop mit einem neuen Format. Bin noch nicht sicher, ob es wirkt, weil es eben nur 1,5 Tage sein soll. Aber es sollen mehrere Spitzenleute und engagierte Kandidaten auch da sein, wie der Rainer Füllmich und so, die natürlich keine Woche Zeit haben jetzt, die so viel belastet mit vielen Dingen sind. Und das ist jetzt ein Versuch, irgendwie doch was mitzugeben, was vielleicht genutzt werden kann. Einfach nur weitertragen geht nicht. Also Multiplikatoren, das ist eigentlich keine sinnvolle Idee. Das muss man einfach machen, muss wie in einem Meister-Lehrlings-Verhältnis eigentlich. Muss jemand mitgehen, muss es machen unter Anleitung. Und das sind Handgriffe, die müssen sitzen. Das kann ich gar nicht in ein Lehrbuch bringen. Das wäre so dick, dass es kein Mensch lesen würde. Die Feinheiten, da muss jemand rückfragen, sagen, schau mal, ich mache das jetzt so, ist das jetzt noch möglich, ist das noch genehmigt? Ja, ist interessant, können wir sogar übernehmen, probieren wir mal aus oder sagen, nee, also das haben wir so oft probiert, ist unmöglich, damit machen wir uns die Sachen nur kaputt. Und diese Dialoge, das ist ganz wichtig, die da sind. Und also wenn sich Veranstalter finden würde, es ist auch von Bremen immerhin eine Person, jetzt hat sich durchgerungen und will meine Lehrperson werden. Er hat es dann am Schluss doch so wollte, also ich lange geweigert. Ich habe sie eingeladen, weil ich habe gefühlt gehabt, sie hat es wirklich sehr schnell den Kern begriffen. Aber sie hat selbst viel Arbeit, ist selbstständiger und hat andere Pläne mit sich eigentlich gehabt. Und jetzt hat sie sich doch durchgerungen, sie mitkommt und mal Erfahrung sammeln will und dann sich ausbilden lässt von mir. Aber vielleicht ist diese Zeit eben auch dafür gut, dass sich diese Nachfrage jetzt auch bildet und die Resonanz höher wird und sich auch eben Veranstalter finden. Es braucht Räume, die das Ganze eben beherbergen und es braucht Menschen, die dem Ganzen eben auch diesen Rahmen geben. Also vielleicht können wir das auch anbieten, ob in Italien oder in Deutschland oder sonst wo.
Art Bildungsort, wo man das machen kann. Und Veranstalter werden sich vielleicht auch, wenn sie das sehen, hier bei dir melden. Ich kann mir vorstellen, dass das auf sehr große Resonanz stößt. Georg, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank fürs Gespräch. Du sollst der Kaiser meiner Seele.